Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Manchade Info, Delta Mike Echo Mike Zulu am Roll, halt Piste 1-0, roll auf die Piste und starte. Fünf Tage Hochdruckwetter über Südnorwegen, hat der Wetterbericht versprochen. Nach meiner Beobachtung in den letzten 3 Jahren gibt es das eher im Frühjahr als im Sommer. Aber heute, Dienstag, 20. Juli 2021, scheint es tatsächlich zu klappen. Dänemark und Norwegen funktionieren übrigens nicht nach der bewährten Methode. Oh, es ist schönes Wetter in den nächsten Tagen, da fliege ich doch mal nach Dänemark oder Norwegen und schon geht's los. Während das in Schweden jederzeit so möglich ist, muss man für den Einflug in dänische oder norwegische Lufträume vorher einen schriftlichen Antrag stellen. Dem muss man jede Menge Unterlagen beifügen wie Lizenz, Funkberechtigung, ICAO-Sprachlevel Englisch, Musterzulassung, Versicherung, Jahresnachprüfung und noch einige andere. Und mitten im Sommer kann das dann auch schon mal 3 Wochen dauern, bis dass man eine Antwort bekommt. Bis dahin ist das schöne Wetter dann längst Geschichte. Hat man aber sein Permit to Fly per Mail bekommen, steht einem Einflug in diese Länder nichts mehr entgegen. Eine solche Einfluggenehmigung gilt auch nur für 3 Monate, danach muss man sie neu beantragen. Das alles ist schon recht lästig. Ich mache es daher schon seit 2 Jahren so, dass ich gleich im Februar den ersten Antrag für April bis Juni und im Mai dann den zweiten Antrag für Juli bis September stelle. Und dann kann ich auch jederzeit losfliegen. Dass das nicht nur für mich Arbeit bedeutet, im schlimmsten Fall eben auch für den Papierkorb, sondern auch für die dänischen und norwegischen Behörden, nun, dafür kann ich auch nichts, dann müssen sie eben ihre Regeln ändern. Für Norwegen als Nicht-EU-Land kann ich das ja noch irgendwie nachvollziehen, wobei, in die Schweiz kann ich ja auch jederzeit ohne Antrag fliegen, aber im Falle Dänemark erschließt sich mir der Sinn überhaupt nicht. Wozu haben wir denn eine EU, wenn nicht einmal das grenzüberschreitende Reisen erleichtert wird? Aber nun lande ich erst einmal in Bremen. Delta Mike Zulu, Outbound Sierra 2, 1200. Delta Mike Zulu, Wind 300 Grad, 6 Knoten, Piste 27, Landung frei. Delta Mike Zulu, Piste 27, Landung frei. Charlie Alpha Papa Bravo Tower, Moin, Mike Zulu, Departure. Hier gibt es etwas Neues zu berichten. Denn seit meinem letzten Flug hierher hat sich einiges geändert. Man hat nämlich das GAT, das General Aviation Terminal, also das Gate für Privatpiloten, komplett abgeschafft. Das ist leider nicht so toll, denn hier ist man normalerweise von den übrigen Passagieren separiert, was das Handling mit den Kontrollen doch deutlich einfacher macht. Bremen hat dadurch für mich an Attraktivität deutlich verloren. Da kann ich nur empfehlen, besser nach Hamburg, Hannover oder Leipzig zu fliegen. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, CT, 2 Personen, Position auf dem Vorfeld. Wir fliegen weiter nach Halde Büsum über November und bitte roll. Mike Zulu, sorry, wo stehen Sie nochmal? Auf dem Vorfeld, ganz neben der gerade gelandeten Maschine aus Österreich. Delta Mike Zulu, ja, wir haben Kona 1021, dann rollen Sie zum Rollhalt Piste 27, links über Kilo, Foxtrot und Delta. Delta Mike Echo Mike Zulu, Kona 1021, wir rollen zum Rollhalt Piste 27 über Kilo, Foxtrot und Delta. Delta Mike Echo Mike Zulu, Position Rollhalt Delta Piste 27, abflugbereit. Delta Mike Zulu, verlassen Sie die Kontrollzone über November, Rechtskurve genehmigt, Wind 300 Grad, 8 Knoten, Piste 27, Start frei. Delta Mike Zulu, Piste 27, Start frei, verlassen Sie über November. Rechtskurve genehmigt.
Delta Kilo November India Juliet, Position Whiskey 1000 Fuß. India Juliet verstanden, fliegen Sie in die Kontrollzone über Whiskey. Delta India Juliet frei zum Einflug über Whiskey. Delta X-Ray Zulu, Menschen Traffic now past Whiskey. Delta X-Ray Zulu, still negative contact, but we're looking out. Wir schauen, wie gestern schon, noch einmal mit etwas Besorgnis aufs Wetter. Denn da gibt es ein Problem. Es ist zwar sehr schönes Wetter, aber über dem Skagerrak herrschen derzeit 30 bis 40 Knoten Wind. Eigentlich war der Plan, heute noch nach Kristiansand zu fliegen und dort zu übernachten. Aber daraus wird wohl nichts. 30 Knoten mit einem UL? Ich glaube, das will man nicht haben und 40 schon gar nicht. Also fliegen wir erst einmal nach Büsum. Dort gibt es auch zum letzten Mal die Kraftstoffsorte, die mein Rotax am liebsten hat. In Norwegen werden wir dann anderen Sprit tanken müssen. Dort gibt es leider nichts anderes. Wie man das am besten managt, erkläre ich dann im Stavanger-Video. Büsum ist ein Flugplatz, wie zum Beispiel auch Ida Oberstein, bei dem man schon aus der Luft sein Mittagessen bestellen kann. Wenn man dem Türmer, wie wir das jetzt tun, zwei Portionen Kilo Bravo bestellt, dann bekommt man, sobald man in der Gaststätte am Tisch sitzt, ein Krabbenbrot serviert. Das ist cool, nicht wahr? Hier in Büsum wälzen wir ein weiteres Mal die Wetterinformationen. Wir nehmen uns 2 Stunden Zeit, alle Varianten zu durchdenken. Delta Mike Zulu, wo hättest du denn gern, dass wir parken? Stunde oder vielleicht 2? In den 2 Gebrauchsflugzeugen rechts. Ja, dazwischen gesagt? Ja, dazwischen den beiden. Oder dahinter, wie du möchtest. Ja. Ja, dann gehen wir dahinter. Wir müssen eventuell gleich tanken und dann haben wir den Weg nicht so lang. Hört sich da gut an. Ja. Schließlich fällt die Entscheidung. Wir fliegen heute noch nicht nach Kristiansand, sondern bleiben in Dänemark, in Aalborg. Dort bläst der Wind zwar auch mit 15 bis 20 Knoten, aber auf der 2,5 Kilometer langen Bahn werde ich meine CT wohl irgendwie runterbekommen. Ich könnte sofort los. Okay, dann. Delta Mike, Echo Mike Zulu, abflugbereit am Ronald-Piste 29, anfliegender Verkehr in Sicht, rollen in die Bahn. Ja, verstanden. Die andere Maschine siehst du vor dir, ne? Ja, Delta Mike, Echo Mike Zulu, wir haben die OFD-Maschine in sich und den anfliegenden Verkehr auch. Der hat sich da einfach dazwischen gemogelt. Ohne was zu sagen, der. Geil, da musst du echt aufpassen. Die unterfliegen dich auch in der Platzrunde. Ja. Also, ja. Aber der ist ja weg. Nur Rollen gemeldet, noch nicht starten. Ja. Delta Mike Echo Mike Zulu startet auf der Piste 29. Dann versuchen wir mal bis Kopenhagen Information. Copenhagen Information, Delta Mike Echo Mike, Zulu, good afternoon.
wir dürfen auf keinen Fall einfliegen, ohne dass wir die Genehmigung haben. Warum nicht? Weil die Dänen da total pissig sind. Der Flugplan ist geöffnet. Ja, aber die wollen dann immer überprüfen, dass du auch eine Genehmigung hast zum Einfliegen. Ich würde nicht rüberfliegen, ohne dass wir mit denen in Kontakt waren. Und wir sind in 2 Minuten drin. Copenhagen Information, Delta Mike, Echo Mike, Zulu, good afternoon. Ja, genauso tot. Genauso tot. Ich gehe nochmal auf die andere Frequenz. Ja, aber ich fliege weiter. Von mir aus? Ja. Deine Verantwortung. Ja. Ich fliege weiter. Gut. Das habe ich noch nie erlebt. Also ein geöffneter Flugplan, da dreht man doch nicht um an der Grenze. Ja. Good Scoop Information, Delta Mike Echo Mike Zulu, good afternoon. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation Flight Skulltop, go ahead. Delta Mike Echo Mike Zulu, Microlight CT, Lightsport on a VFR flight from Heidebüsum to Aalborg. 2 persons on board, current position just south of Tonda crossing the border at altitude 1,500 feet. Request traffic information. We fly with flight plan. Delta Mike Zulu, continue VFR QNH 1019er. 1019er, Delta Mike Zulu. Geht erst an der Grenze los. Ja, genau. Genau, die haben schon geguckt und haben gesehen, aber der kommt ja noch erst. Es ist eben doch die 24-100. Ja, ist die richtige. Und er hat sich aber nicht mit Approach gemeldet, sondern mit Information. Ja, genau. Komischerweise. Nee. Ist wahrscheinlich die gleiche Frequenz. Kopenhagen Info. Nee, da ist er auf Skidstrobe Approach. Das stimmt. Und er hat sich aber mit Skidstrobe Information gemeldet. Ah, ja. Vielleicht, weil wir gar nicht anfliegen wollen, sondern in seinem Informationsteam sind. Wie auch immer. Ja, das stimmt. Ja, alles geklappt. Ja. Delta Mike Zulu, please squawk 5437. 5437, Delta Mike Zulu. So ist richtig. Delta Mike Zulu squawking 5437. Delta Mike Zulu, Erik. Ja, dann herzlich willkommen in Dänemark. Genau. Sieht nicht so viel anders aus als in Schleswig-Holstein. Nee, genau. Dann melde ich uns mal bei Billund an. Genau. Billund Approach, Delta Mike Echo Mike Zulu. Good afternoon. Good afternoon, Delta. Delta Mike Echo Mike Zulu. Microlight flight design CT. 2 persons on board on a VFR flight from Heidebüsum to Aalborg. Current position over reporting point Ibuka at altitude 1,150 feet. Request traffic information. We fly on the flight plan and we plan to cross the CTR of Billund. Delta Mike Zulu, yes, that is all covered. Continue VFR QNH 1018. 1018, Delta Mike Zulu.
Sehr cool. So kenne ich das auch von Italien. Dass man weitergereicht wird. Dass du weitergereicht wirst und dass die auch alles tun, was du willst, es sei denn. Ja, also. Wir haben alles genehmigt bekommen. Auch in Catania, in den Militärzonen. Wir sind mal nach Holding geflogen, aber das ist auch alles. Ja. Ja, dann bleiben wir für den Durchflug in der Höhe. Genau. Ich melde 1200. Ja, genau. Delta Mike Zulu for crossing the control zone. Do we change frequency to Billund Tower or can we stay on your frequency? Delta Mike Zulu, you're welcome to already now contact tower on frequency 119 decimal zero. 119 decimal zero, Delta Mike Zulu, thank you very much. Billund Tower, Delta Mike Echo Mike Zulu, good afternoon. Hello, Delta Mike, Echo Mike Zulu, Billund Tower, cross control zone 1500 feet or below, QNH 1018. QNH 108, crossing your control zone at 1500 feet or below. Delta Mike Zulu, crossing the runway at midfield altitude 1300 feet in 1 minute. Delta Mike Zulu, continue. Billund Tower, Scandinavian 7431, position 31, information Juliet Airbus 320 Neo for clearance to rotor. Postman 8, Scandinavian 7431, Billund Tower, Juliet, correct, connect 1018, clear to rotor, follow Rate C6 Alpha departure, Fox 7674. Der nächste Reporting Point hat ja am Ende dieses SKOV, S-K-O-V, ja. Das steht immer für Wald. Für was? Wald? Für Wald, das ist also Karlswald, Karls-SKOV. Okay. Das habe ich mal irgendwann rausgefunden, weil das gibt es relativ oft in Dänemark. Ja. Ja, bring mir sowas ruhig bei, weil ich habe keine Ahnung von Dänemark. Ö am Ende, Drejö, Vejrö, Erö ist immer Insel. Ah. Ö ist immer Insel. Ö ist immer Insel. Genau. Okay. Und ein A am Ende ist immer ein Bach. Abenra, dieses Doppel-A, das heißt, da ist der Abenbach. Ah. Also AA ist immer irgend so ein Rinnsal, so ein okay. Plätscher. Delta Mike Zulu, over reporting point Karlsruhe, wetter altitude 1400 feet. Delta Mike Zulu, what is it? Just to contact approach again on 127.575. Tschüss. Habe ich jetzt so schnell nicht verstanden? Nicht zu frequent, du sollst wechseln. Achso. Delta Mike Zulu, changing frequency 127.575. Thank you very much for your service. Goodbye. Ich probiere es nochmal. Ja. Alborg approach, Delta Mike, Echo Mike Zulu, good afternoon. Echo Mike Zulu, Alpha approach, hello to you guys. Delta Mike, Echo Mike Zulu, Microlight, flight design, CT, Charlie Tango, two persons on board, we have our flight from Heidebüsum to Aalborg. For landing, current position 11 kilometers west of Hobro, altitude 1500 feet for landing. Delta Mike Zulu, unit 1015, clear to enter control zone, we will report entering control zone. The approach is left and approach of 265. Lässt sich schlecht verstehen, ne? Ja, war schlecht zu verstehen. Ja, irgendwie auch mit Störungen versehen. Ja, wir sind noch arg weit weg. Ja, das auch, genau. Ja, wir sind immer noch auf der Approach-Frequenz. Kann sein, dass er uns auf die Tower-Frequenz dann noch schickt, ne? Ja. Delta Mike, Echo Mike, Zulu, over Swenstrup reporting point at altitude 1300 feet, cleared for entering control zone. Delta Mike Zulu, Alpha, Roger, proceed direct to left base for runway 26 right in order to be number one. Delta Mike Echo Mike Zulu, cleared for left base. Left approach, left base.
will report left base for runway 26 right. Delta Mike Zulu, correct. Das heißt, du nimmst nicht den Hasselwiss mit. Genau. Ja, ja. Wir haben jetzt die Freigabe für den Base. Ja. Das heißt, ich gehe direkt in den Queranflug. Ja. Das muss ja der Flugplatz ich da sein. Ich denke, kurz hinter dem Wasser. Und ich denke, man sieht auch den Tower da. Ja. Maintain current heading vectors for ILS runway 26 right, pilot 485 Delta. Ja, schön, Mensch. Ja, schick. Mit Sonnenschein. Sehr schick. 05012 Papa Alpha, hello to you. Information India QNH 1015, start of the field. India 1015, I'm flying 012 Papa. Melde ich mal Left Base. Genau. Delta Mike Zulu Alpha. Delta Mike Zulu, Left Base 26 right. Delta Mike Zulu minus 5, short approach. Short approach, ja. Short approach, Delta Mike Zulu. Delta Mike Zulu, Roger, you are inside of the Diamond 42 and 9 miles final for runway 265. Runway 265, you are clear to land. The wind is 28 series at 15 left. Delta Mike Zulu, cleared for 26 right. Pilot 485 Delta, reduced speed, you are number 2. Number 1 is a light aircraft, joining a short final for runway 26 right. Reducing speed, ich gebe alles. Delta Mike Zulu turning into short final 26 right. Delta Mike Zulu, Alpha, thank you very much. You are clear to land runway 26 right. The wind is 29 and series at 17 knots. Delta Mike Zulu, clear to land 26 right. Gute Idee. Alpha approach, cool, if not that I'm 480, maintaining 130 and it's on back. Die vom Tower angekündigten 17 Knoten zerren ganz schön an meinem Flieger. Ich brauche die ganze Breite der Runway, wie man sieht. Der Wind drückt den Vogel ziemlich weg und ich hatte Sorge, dass die Ruderausschläge zu hart sein könnten, wenn ich auf der Centerline bleibe und habe dem Wind, soweit es geht, nachgegeben. So war. Uiuiui, das ist recht, das Rad ist hart abgehoben, ne? Ja. Mike Zulu first left via taxiway Bravo and continue via runway 26 left the parallel. Delta Mike Zulu via Bravo and runway 26 left to apron. Mike Echo, Mike Zulu, we are not settled with this airport. Is this point for parking okay for you? Delta Mike Zulu, yeah, for me it's perfectly fine, but please contact the airport office on 131.550 and they can help you. Das ist einmal sehr interessant. Es gibt hier in Aalborg eine spezielle Funkfrequenz abseits der Lotsen, bei denen man seine Wünsche platzieren kann. Tolle Lösung. Was leider nicht so toll ist, es gibt keine Möglichkeit, den Flieger auf dem Betonboden festzumachen. Keine Ösen im Boden, keine mit Beton vollgegossenen Reifen, keine Sandsäcke oder Betonklötze, nichts. In meiner Not schieben wir den Vogel auf den Seitenstreifen und drehen die Anker so weit in den Boden, wie es eben geht. Anschließend lassen wir uns mit dem Taxi die knapp 10 Kilometer in die Innenstadt von Aalborg kutschieren.